So, wir sehen zwei Jubilare. Der Messeveranstalter hat gerade euch beiden geehrt für 15 Jahre Messeteilnahme. Ja, was löst das aus? Ja, ich wusste gar nicht, dass 15 Jahre so schnell rumgehen. Ja, absolut, da kann ich mich nur anschließen. Und das Präsent ist auch sinnbildlich. Ein Whisky mit 15 Jahren. Der wird nur noch besser. Ne? Der wird nur noch besser. Mit den Jahren. Also so, wie wir, so wie ihr auch, ne? Wie wir mit dem Alter immer besser werden. Einfach. Ja. Genau. Ja, genau. Wir müssen den aufheben, weil der wird höchstwahrscheinlich steigen im Kurs. Stimmt, es gibt ja jetzt, habe ich neulich ein Video darüber gesehen, dass Whisky auch als Wertanlage, als Geldanlage offensichtlich im Trend ist. Ja, genau, absolut. Es gibt noch eine Geschichte mit der Frauke Deutsch. Und zwar, das war eben auch vor vielen Jahren, wo ich die Idee hatte zu dieser Einkaufsgemeinschaft und ich eigentlich irgendwie einen Ansprechpartner wollte und mal einfach Rücksprache nehmen wollte, ob das überhaupt sinnvoll ist, diese Idee, die ich da hatte. Und da kam ich damals an den Herrn Deutsch, Buchautor auch bekannt, und wir hatten, und ich habe ihn dann einfach mal kontaktiert und angefragt, ob ich mal kommen könnte, ihm von der Einkaufsgemeinschaft erzählen könnte, was er davon hält. Und das hat er auch gemacht sofort. Wir haben uns getroffen. Das habe ich auf jeden Fall noch sehr gut in Erinnerung. Und ich habe ihm das erzählt und er hat gemeint, ja, das macht schon Sinn als ersten Schritt. Er war ja immer auch ein Verfechter, dass Silber wieder als Geld in Umlauf kommen muss. Das war ja immer sein großes Steckenpferd. Und er hat schon gemeint, ja, als ersten Schritt macht es schon Sinn, das anzukaufen und praktisch einzulagern, ja. Und von dem Feedback damals bin ich dann auch losgestartet und habe eben gesagt, ja, jetzt können wir es einfach mal probieren. Es scheint nicht so schlecht zu sein, die Idee. Und von daher, das verbindet uns auch immer mit dem Hause Deutsch sozusagen, die Einkaufsgemeinschaft. Das private Geld, das war ja der große Gedanke noch dahinter, dass Geld privatisiert werden soll und nicht in den Händen von Zentralbanken sein soll. Das wäre ja dann auch noch der Schwung dazu. Stimmt, ja. Stimmt.